Ja, guten Abend, sehr geehrte Frau Zehle und Liebe, sag ich mal. Sie sind auch lieb, aber wir haben schon mal zusammengearbeitet, liebe Frau Kupferberg und liebe Frau Vossen. Wir haben ja auch Bekanntschaft miteinander. Liebe Damen und Herren, herzlich willkommen in der Berlin-Raum im Humboldt-Forum, Teil der Berlin-Global-Ausstellung. Schön, dass wir zusammen sind. Bei uns allen im Hinterkopf steckt natürlich jetzt eine Riesenweltkrise und viele Leute, die jetzt Opfer werden. Also ich bin trotzdem froh, dass wir heute Abend etwas machen, das vielleicht auch nochmal eine Verbindung hat in Zeitgeschichte mit was diese Tage passiert. Eigentlich eine bestimmte Aktualität, die auf dem Hintergrund spielt. Trotzdem hoffe ich auch, dass es eine schöne Abend wird, eine erfreuliche Abend, denn wir brauchen, glaube ich, auch ein bisschen Trost und Ablenkung in diese schwierigen Zeiten. Und herzlich willkommen nochmal im Humboldt-Forum, aber in einen Teil des Humboldt-Forums, das vom Stadtmuseum betrieben wird. Und wie ist das dann eigentlich so? Mein Name ist Paul Spies, ich bin der Direktor der Stiftung Stadtmuseum Berlin. Und ich bin auch der sogenannte Chefkurator des Landes Berlin im Humboldt-Forum. Ich habe also eine sehr lange Titel auf meiner Karte. Das letzte werde ich mal rausnehmen, weil das ist jetzt hier fertig gemacht. Es ist offen, es ist zu besuchen. Und ich werde mal zurückgehen zu meiner Kernaufgabe, Direktor der Stiftung Stadtmuseum Berlin. Aber hier heute noch einmal die Kombination. Frau Zehle und ihr wunderbares Buch, das ganz, ganz, ganz sehr, sehr schöne Buch, das gemacht worden ist, über eine der Hauptfiguren in der Berlin-Global-Ausstellung. Die Ausstellung versucht, die Weltgeschichte von Berlin zu erzählen. Und ganz spezifisch die Weltgeschichte von Berlin, weil das ist nur einer von unseren 6 Orten, die wir betreiben als Stadtmuseum. Und wir möchten nicht kannibalisieren. Wir möchten, dass das Märkische Museum wichtig bleibt und dass die auch ihre Themen setzt, zum Beispiel die Chronologie von Berlin. Was wir hier im Humboldt-Forum machen als Stadtmuseum, also ich würde mal sagen als irgendwie auch eigenständiger Bespieler im Humboldt-Forum, ist Verbindungen zu schaffen zwischen die Welt und Berlin und zu sagen, zu erzählen, dass einerseits die Welt in Berlin anwesend ist, nicht nur dank dieser Riesensammlungen, die es gibt im 2. und 3. Stockwerk, aber auch durch Menschen, durch Geschichten von Menschen, durch Objekte, die das Stadtmuseum hat und wie Berlin auch Einfluss genommen hat auf die Welt. Und das sind nicht nur schöne Geschichten, das sind auch kritische Geschichten. Und eine davon ist natürlich Exil. Und das thematisieren wir auch. Es ist nicht schön immer, diese internationale Beziehungen. Das sind auch Themata dabei, die sind problematisch. Aber das ist auch kein Berlin-Promotion, die hier erzählt wird. Es ist eine kritische Betrachtung von was eine Stadt wie Berlin, und das gilt natürlich für sehr viele Städte im Westen oder im westlichen Welt, was für eine Position man nimmt und was für Geschichten und sehr, sag ich mal, unterschiedliche Epochen und unterschiedliche Erfahrungen gemacht wird mit der internationalen Geschichte von so einer Stadt. Und bei dieses Thema von heute ist es wirklich ein zentraler Problem, eine zentrale Geschichte, die wir auch zentral in der Ausstellung stehen haben. Also richtig auf in der Mitte von unserer Ausstellung bei Thema Vergnügen. Wir haben 7 Themen gesucht, wobei es sehr wichtig ist, um sich mit diesen Sachen auseinanderzusetzen, auch heutzutage. Also nicht nur in der Geschichte. Wir haben sehr viel weggelassen von was heute weniger relevant ist. Aber Vergnügungsindustrie, das ist in Berlin noch immer sehr wichtig. Noch immer ist Berlin eine Stadt für Clubkultur, für
Film, Tanz und Musik und ist sehr einflussreich in der Welt. Sehr vielen kommen nach Berlin und erfahren das und sehr vielen werden hier in Berlin entwickelt, also werden, bekommen eine Ausbildung und gehen die Welt hinein. Und wenn es gut ist, geht es also freiwillig, aber es gibt in der Geschichte auch sehr vielen, die unfreiwillig die Stadt verlassen haben, aber einen Riesenbeitrag geleistet haben in der Geschichte von anderen Ländern, von der Welt und so weiter. Und ja, bei Max Reinhardt ist das auch wirklich der zentrale Fall. Es ist eine Person, die nach dieser Stadt kam, sich hier weiterentwickelt hat, weltberühmt wurde, sehr wichtige Angelegenheiten und Entwicklungen auf sein Konto hat und dann eigentlich erstmals abgereist ist und nicht mehr zurückgekommen ist. Und dann noch mal weiter Weltgeschichte geschrieben hat in andere Orte der Welt. Und wir haben diese Person genommen als pars pro toto, als beispielhafter Person für ein allgemeines Thema. Wir haben versucht, in dieser Ausstellung nicht nur mit historischen Kontexten zu kommen und mit sehr viel Überblick. Wir wollten persönliche Geschichten. Und was so schön war, unser Bärbel, unsere eigene Kuratorin für Theatergeschichte, hat Verbindungen geschaffen mit erstmals Herrn Fiedler, der Objekte gesammelt hatte und das uns zur Verfügung stellen wollte. Und auf einmal hatten wir eine Art von, ja, ich würde mal Schatz an Objekte, und ein Museum lebt von Objekte, von Zeigen von Objekte, um eine Vertiefung anhand von einer Person zu schaffen. Diese kleine Abteilung steht aber in einem Kontext mit vielen anderen jüdischen Künstlerinnen und Künstlern aus der Theatergeschichte, Filmgeschichte, die auch geflüchtet sind und die weltberühmt geworden sind oder vielleicht schon auch mal waren. Und diese Exilabteilung steht am Ende von einem Teil, die wir Vergnügen genannt haben oder Entertainment, und eigentlich am Anfang von was danach kam, Krieg. Und das ist also so ein, sag ich mal, absichtlich ausgedachter kleiner Moment, wo man erstmals denkt, Tanz auf dem Vulkan, und danach ist dieser Ausbruch. Und ich glaube, wir erleben das jetzt auch wieder. Die Welt brennt und wir müssen richtig aufpassen, dass die Geschichte sich nicht wiederholt. Also in dem Sinne ist heute Abend doch auch wieder ein sehr aktuelles Programm, indem wir uns Gedanken machen im Hinterkopf sozusagen, was heißen diese Geschichte von damals für heute. Und dieser Gegenwartsbezug steht in Berlin global immer wieder zentral. Und auch die Emotion, die persönliche Geschichte. Wir möchten gerne, dass Leute sich auch verbinden an diese Geschichten, dass sie ihre eigene Geschichte erzählen. Und damit man auch das Gefühl hat, im Humboldt-Forum habe ich eine Ausstellung gesehen. Diese Ausstellung hat mich auch aktiv gemacht, um nachzudenken, nicht nur zuzuhören oder um zu staunen, aber auch aktiv zu werden und auch zu verbinden. Und hoffentlich verbinden wir uns heute Abend ein bisschen. Und ich danke nochmals für das Kommen und für das Dasein mit Andacht. Und ich hoffe, wir haben einen schönen Abend mit Verbindungen, die entstehen. Viel Spaß. Dankeschön. Herzlichen Dank, lieber Paul Spies. Schön, hier zu sein. Das allererste Mal neue Veranstaltungsräumlichkeiten in dieser Stadt. Liebes Publikum, auch von meiner Seite aus einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, mit Sibylle Zehle heute hier sein zu dürfen. Liebes Publikum, was Paul Spies gerade sagte, wurde mir auch noch mal ganz klar, als ich durch die Ausstellung Berlin Global ging. Wir haben es mit einer extrem vernarbten Stadt zu tun. Berlin hat so viele Brüche und Narben. Noch sind sie oft sichtbar, was ich ein großes Plus finde. Man spürt an diesem Ort, dass von hier aus Großartiges ausging für die Weltgeschichte, aber eben auch das Schrecklichste der Weltgeschichte. Und genau diese Dinge, wenn sie denn aufeinander prallen und miteinander in Bezug gesetzt werden, dann
wird die Geschichte nochmal ganz anders sichtbar. Und das probieren wir auch heute Abend. Und das probieren wir vor allem erst einmal mit Sibylle Zehle, die ein wunderbares Buch vorgelegt hat. Paul Spies hat es gerade gesagt, über den großen Max Reinhardt. Sibylle Zehle war Redakteurin bei der Stuttgarter Zeitung und bei Die Zeit, hat unter anderem eine viel beachtete Biografie über Minna Wagner vorgelegt. Selbst Wagnerianerin, hat sie mir im Vorgespräch auch gestanden. Und es gibt einen opulenten Bildband über den Regisseur, Bühne- und Kostümbildner Jürgen Rose. Dieses wunderbare, große Buch über Max Reinhardt ist im Brandstätter Verlag erschienen, gab auch einen Anlass, 100 Jahre Salzburger Festspiele, dessen Organisator und Leiter Max Reinhardt ja war. Bevor wir einsteigen, liebe Sibylle Zehle, in das Buch, in die Geschichte Max Reinhardts und dann den Bogen spannen zu einem zweiten Thema heute Abend, nämlich das geplante Exilmuseum in Berlin, möchte ich Sie fragen, gehen Sie, seit Sie sich mit Max Reinhardt so detailliert beschäftigt haben, anders durch diese Stadt? Er hat ja in Berlin eigentlich sehr viele Spuren hinterlassen. Sehen Sie diese Spuren jetzt anders? Nein, ich bin nur überrascht, dass ein Mensch, der so berühmt ist wie Max Reinhardt, dass man von dem so wenig weiß. Ich habe bisher immer nur das Deutsche Theater mit Max Reinhardt verbunden, wo er ja lange, lange Besitzer und Direktor war. Aber ich weiß inzwischen auch, dass er an der Berliner Volksbühne 3 Jahre gearbeitet hat und da sensationelle Inszenierungen gemacht hat. Und ich gehe ganz anders, da haben Sie recht, ich gehe ganz anders ins BE, also das Theater am Schiffbauer Damm, was ja hier in Berlin als das Brecht-Theater gilt. Tatsächlich hat Max Reinhardt das 1903 übernommen, das hieß damals Neues Theater. Und er hat seinen sensationellsten Erfolg, also die Inszenierung, die ihn in ganz Deutschland bekannt gemacht hat, am BE gemacht, was also am Neuen Theater am Schiffbauer Damm. Also der Bereich von Reinhardt ist viel, viel größer. Und dann gibt es ja noch das große Theater, was er gemacht hat aus dem Zirkus Schumann, wo man jetzt noch diese ganze Musical-Tradition in Berlin, die fußt auch auf ihn. Also ich kann sagen, seitdem ich mich mit Reinhardt beschäftige, sehe ich sehr viele Orte in Berlin, die mich an ihn erinnern. Und die sicherlich auch noch kenntlicher gemacht werden könnten im öffentlichen Raum. Aber das ist ein anderes Thema. Ich selbst habe unter anderem Musik- und Theaterwissenschaften studiert. Für mich war Max Reinhardt eine ganz große, wichtige Figur im Rahmen meines Studiums. Und ich habe mich gefragt, als ich Ihren wunderbaren Band auf dem Tisch hatte, Mensch, Respekt, sich einer so großen, eigentlich sehr berühmten und dominierenden Figur, also einer der Theatermacher des 20. Jahrhunderts, zu widmen, über die bereits dann doch auch so viel geschrieben worden ist. Da muss man sich ja einen Zugang erstmal zu verschaffen. Wie haben Sie den gefunden? Was war der Auslöser für Ihre Beschäftigung? Das fing ganz klein an. Es gibt ja dieses wunderschöne Schloss Leopoldskron bei Salzburg. Das ist im Besitz einer amerikanischen Stiftung, dem Salzburg Global Seminar, die dort im Sommer sehr kluge Seminare veranstalten. Und die haben nach der Finanzkrise gemerkt, dass ihr Plan, Suiten für Artists in Residence einzurichten, ein wenig zu kostspielig für sie war. Und sie haben angefangen, die Zimmer für die Referenten und für die Künstler zu vermieten wie Hotelzimmer. Und da war mein Mann und ich, wir waren eigentlich die ersten Gäste, die ersten zahlenden Hotelgäste sozusagen in diesem Schloss. Von diesem Schloss sagen die Freunde von Max Reinhardt, es sei eine seiner heitersten und geglücktesten Inszenierungen. Und ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären soll. Es ist wirklich so, wenn Sie durch diese Räume gehen, da sind Sie nicht in einem Schlosshotel. Es sind private, persönliche, prachtvolle Räume, eine Bibliothek, ein chinesisches Zimmer, ein venezianisches Zimmer. Aber Sie fühlen sich irgendwie wie bei jemand zu Gast. Sie denken, das muss irgendein
toller Mensch gestaltet haben. Und natürlich habe ich dann erfahren, dass das Max Reinhardt war. Der hat 18 Jahre in diesem Schloss gelebt und ist zu dem gemacht, wie es sich jetzt zeigt. Und dann habe ich den Salzburgern geglaubt, die gesagt haben, ja, da kam einer aus Berlin, der hat dann mit Richard Strauss und Hofmannsthal die Festspiele gegründet und dann hat er das Schloss gekauft und dann wurde reich und berühmt und dann kam die Society der Welt. Dann habe ich recherchiert und habe gemerkt, es war ganz anders. Und da fing das Verhängnis an. Da wurde aus einer kleinen Geschichte, ich dachte eigentlich, ich schreibe ein Buch über das Schloss und Reinhardt und ein bisschen Salzburg. Und dann hat sich plötzlich durch die Recherche ergeben, dass es ein Riesenfeld ist und dass das Salzburg im Leben von Max Reinhardt eigentlich keine so große Rolle spielt. Und dann hat sich das immer mehr ausgeweitet und das Verhängnis nahm seinen Lauf, dass ich 4 Jahre mich reinversenkt habe. Und ich muss sagen, diese 100 Jahre Salzburger Festspiele, dieses Jubiläum, Gott sei Dank gab es das, weil eigentlich müsste man für Reinhardt 8 Jahre recherchieren, ja, und noch ein dickeres Buch machen, so viel wie dieser Mann gemacht hat. Wir sind froh über dieses Verhängnis, ganz ehrlich. Also spätestens, wenn Sie dieses Buch sehen, wissen Sie, was ich meine. Es ist wirklich prachtvoll. Wir bekommen auch sofort einen Eindruck von diesem Schloss, von dem Sie sprachen, Leopoldskron. Das ist sozusagen das Entree dieses Buches, führt uns dann tatsächlich durch das Leben und die vielen Stationen Max Reinhardts. Es ist auch optisch unglaublich schön aufgemacht. Und es sind Bilder zu sehen. Ich habe zum Beispiel erfahren, dass Hans Pölzig auch für die Salzburger Festspiele einen ganz irre Architektur plante, die leider nie realisiert worden ist. Der große Architekt der neuen Sachlichkeit, der ja hier auch den Rosa-Luxemburg-Platz gestaltet und hat. Das und Stadtmuseum ist in der Hans-Pölzig-Straße. So sieht's aus. Und dann gibt es das Haus des Rundfunks in der Masurenallee von ihm. Also Sie können nur fantasieren, wie großartig diese Architektur gewesen wäre. Aber wir sehen immerhin ein Modell davon. Und wir sehen unglaublich viele Dokumente, auch nicht bisher veröffentlichtes Material, das Sie da gefunden haben. So, wir haben einige Bilder auch aus diesem Buch mitgebracht für Sie. Und an denen hangeln wir uns heute Abend so ein bisschen lang, liebes Publikum. Und ansonsten, ich sagte Ihnen bereits, dieser Abend, der ist so ein bisschen zweigeteilt. Wir werden dann nämlich irgendwann dieses Scharnier, von dem Paul Spies auch schon so sprach, Vergnügung auf der einen Seite und dann der Zivilisationsbruch, das Exil, die Flucht, der Nationalsozialismus, das wird heute Thema sein und wir werden Ihnen das geplante Exilmuseum zusammen mit Cornelia Vossen, der Kuratorin dieses Museums, vorstellen. Also wir werden heute sozusagen einmal durch diesen ganzen globalen thematischen Raum stapfen. Jetzt sehen wir es, das BE. Ja, so sah es mal aus, so sieht es ja immer noch aus, aber die Umgebung ist ein bisschen anders, würde ich sagen. Ne? Ja, und es hat ein Helene-Weigel-Zimmer und ist das Brecht-Theater. Aber tatsächlich, ich werde mal ein bisschen was lesen. Das neue Theater am Schiffbauer Damm. Ein neobarockes, schmuckes, intimes Haus, gerade 11 Jahre alt für 890 Zuschauer. Max Reinhardt wählte als Eröffnungspremiere Maurice Maeterlincks, Pelléas und Mélisande aus. Luzi Höflich war eine zarte Mélisande, Reinhardt selbst spielte den König Arkel, Louise Dumont die Königin. Und der Abend wurde ein Fest, ein Markstein in der Geschichte des Theaters. Reinhardt machte Theater gegen die pathetischen Klassiker des königlichen Schauspielhauses, aber auch gegen den milieugetreuen Naturalismus des deutschen Theaters unter Otto Brahm. Eduard von Winterstein, einer seiner Regisseure und Schauspieler, hat geschrieben, nun ging es um die Entdeckung der Seele, des Unbekannten und Mystischen, um den kühnen Aufbruch ins Reich der Poesie, um die Entdeckung und Bloßlegung der feinen Beziehungen zwischen Innen- und Außenwelt, um die tief verborgenen Geheimnisse menschlichen Seins. So wurde der Boden bereitet für den Zauber eines ganz anderen sinnlichen Theaters. Felix Holländer, eines der ersten großen PR-Genies des 20. Jahrhunderts, sorgte dann dafür, dass auch Reinhardts erste große Klassikerinszenierung am Neuen Theater, Lessings Minna von Barnhelm, in aller Munde war. Holländer, neben Arthur Kahane bei Reinhardt als Dramaturg beschäftigt, war ein Trommler, Ankurbler, Wirbelmacher,
der heute, so schreibt Winterstein, den alten Adolf von Menzel als Hauptkenner der friederizianischen Epoche zu den Proben von Minna von Barnhelm schleppte, morgen ein Interview über Shakespeare für den Meister arrangierte und immer dafür sorgte, dass die Zeitungen von allen diesen Wichtigkeiten auch gebührend Notiz nahmen, wusste es schließlich dahin zu bringen, dass die anderen Theater in der Presse in Berlin kaum noch eine Rolle spielten. Also es war nicht nur die Kunst, es war auch das Team um Reinhardt, die mit großem Geschick an seinem Ruhm gearbeitet haben. Was ja so selbstverständlich gar nicht war, wenn man sich einfach nur mal vor Augen führt. Er selbst kam aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie. Eigentlich war etwas ganz anderes für ihn beruflich vorgesehen. Überhaupt nicht die Muse, überhaupt nicht die Künste. Er hieß eigentlich auch anders im Übrigen. Maximilian Goldmann hat sich dann wie so viele Juden seiner Zeit umgenannt in Max Reinhardt, möglicherweise, das ist jetzt Spekulatius meinerseits, aber weil es eben so viele gerade Künstler in KUK und in Deutschland taten, um Antisemitismen aus dem Wege zu gehen. Es war in Wien damals sehr angezeigt, sich umzunennen. Das haben sehr, sehr viele gemacht. Ja. So er auch. Und eigentlich hätte er ja auch eher so eine kaufmännische Karriere antreten sollen, wenn ich es richtig gelesen habe. Aber er wurde Schauspieler. Also man muss sagen, Kaufmannsfamilie klingt ein bisschen besser, als es war. Also sein Vater war gescheiterter, ja, und seine Mutter hat gebügelt und gewaschen, um Geld zu verdienen. Er war schon als ganz junger Mensch, schon mit 12, 13 Jahren vom Theater fasziniert. Und sie haben mich mal nachgefragt, ob er Musen hatte. Er hatte in der Familie überhaupt niemanden. Seine Lehrstunden waren, wie er selber in seinen autobiografischen Schriften geschrieben hat, das war die vierte Galerie im Burgtheater. Die wir dann auch sehen in Ihrem Buch, ganz herrlich. Also er hat dort fast jeden Abend verbracht, auf der vierten Galerie. Ich habe mich da mal hingestellt. Man sieht wenig, man hört relativ wenig. Aber er hat den Shakespeare nachsprechen können. Also er wusste alle, er konnte alle Rollen aller Schauspieler. Und er bezeichnet es als seine eigentliche Lebensschule. Und außer einer Tante, die ihm dann geholfen hat, ungeliebte Banklehren und Ähnliches, wo ihn die Eltern reingetrieben haben. Die Tante hat ihm geholfen, dass er dann zuerst auf Schmierentheater durfte und dann Schauspielunterricht nehmen konnte. Das war also die einzige, die in der Familie ihm geholfen hat. Die vierte Galerie spielt in meiner Familiengeschichte auch eine Rolle. Mein Wiener Großvater ist da als Schüler und Student auch immer hingegangen. Das war das einzige Ticket, das er sich leisten konnte. Und das war für ihn, waren große Abende, hat er bis in sein Alter hinein immer wieder erzählt. Also er wurde Schauspieler, er kam nach Berlin, hat hier Kabarett gemacht, hat hier schauspielerisch einiges gemacht nach anderen Stationen. Wie kam es denn dann, Frau Zille, tatsächlich dazu, dass er gesagt hat, es muss mehr sein. Ich will nicht nur auf der Bühne stehen, sondern ich will auch Regisseur sein. Und wie wurde er zum Theaterbesitzer? Das sind jetzt viele Fragen, die ich versuchen muss, knapp zu beantworten. Der Eduard von Winterstein, den ich gerade schon zitiert habe, also Freund, Schauspieler und auch Regisseur in dem Reinhardt-Kreis, der hat gesagt, es hat sich einfach auf Tourneen, die diese Schauspielgruppen unternommen haben, hat sich sehr schnell rauskristallisiert, dass er der Leader war. Man glaubt es nicht, wenn man ihn auf Bildern sieht, wie er klein, schmächtig, oft so mit verschränkten Händen, ganz schüchtern im Kreis von Schauspielern steht. Aber er hatte eine Autorität und eine Fantasie und eine Magie. Er war ein Menschenfänger und er hat sich ganz unbemerkt in die Rolle des Regisseurs rein entwickelt. Und er war dann in Berlin in den Anfängen mit Maxim Gorkis Nachtasyl im kleinen Theater, das war das Theater vor dem Neuen, war er so erfolgreich, dass er
Mäzene für sich begeistern konnte. Er ist am Anfang von großen Theaterliebhabern finanziert worden. Und die haben ihm auch geholfen, das Deutsche Theater zu kaufen, weil einfach seine Erfolge so sensationell waren. Und als das Deutsche Theater seinen Intendanten verlor, war es einfach ganz natürlich, dass eine damals sehr finanzkräftige Oberschicht in Berlin dafür sorgte, dass Reinhardt dieses Theater nicht nur übernimmt, sondern dass er es auch bekommt. Und er stand wirklich im Grundbuch. Und er hatte was, das hat ein Journalist, also ein Theaterwissenschaftler geschrieben, Reinhardt hatte eine explodierende Kreativität in der Zeit. Also zwischen 1900 und 1920 hat er in Berlin ein Theater nach dem anderen gegründet. Er hat Tourneen gemacht, er hat eine Premiere nach dem anderen geschafft. Er hat die Kammerspiele erfunden. Nicht? Kaum hatte er das Deutsche Theater, hatte die Kammerspiele gegründet. Er hat dieses riesengroße Schauspielhaus gebaut am Ende des Ersten Weltkrieges. Also diesen Weg zu verfolgen, vom kleinen Schauspieler zum Theaterimpresario, das macht atemlos. Wir sehen uns mal ein Foto an von seiner Inszenierung, die tatsächlich der Durchbruch war, der Sommernachtstraum und von Shakespeare. Und in der Ausstellung hier gibt es dazu auch einiges zu sehen. Das Bühnenbild sehen wir, dann auch ein Trailer bzw. einige Bilder von der späteren Verfilmung in den USA. Was lässt sich hierzu sagen, Frau Zehle? Was war denn tatsächlich, ein bisschen wurde es schon angedeutet, aber was war dieses bahnbrechende Neue, was Max Reinhardt mit reingebracht hat ins Theater? Der Sommernachtstraum wurde Reinhardts Meisterstück. Ein Publikum, das bis dahin nur gemalte Kulissen und Soffitten gesehen hatte, das sind diese Lappen, die vom Schnürboden runterhängen, erlebte plötzlich einen plastischen Wald mit knorrigen Stämmen, einen Wald als Labyrinth der Liebe. Ein Moosteppich bedeckte den Bühnenboden. Elfen sahen in ihren wehenden Schleiergewändern aus wie Blumen und Glasscheiben im Hintergrund spiegelten wie ein See. Mondscheinwerferlicht wirft betörende Lichtreflexe und an Zwirnsfäden hüpfen winzige Lichtbirnen, Glühwürmchen im Dunkel der Nacht. Gertrud Eysoldt als Puck war ein Ereignis. Sie sprang und kugelte als zottiger Waldgeist über die Bühne, ein Troll, ein Kobold gehüllt in Fell. Dazu die zauberische Musik von Felix Mendelssohn-Bartholdy, die Friedrich Bergmann eigens für diese Inszenierung einrichtete. War es Einbildung oder zog tatsächlich ein würziger Hauch von Tannenduft durchs Theater? Alles spielte mit. Dekoration, Kostüm, Farbe, Licht, Musik, Geräusch. Junge Menschen wurden von jungen Menschen gespielt. All das war damals eine Sensation. Es war die Emanzipation der Regie. Wobei man sagen muss, Reinhardt hat die Dinge nicht erfunden. Der hat die Drehbühne nicht erfunden. Die gab es in München, die wurde da kaum benutzt, also nicht gedreht, man spielte in ihr einfach. Dieser Hauch von Tannenduft, das haben die Pariser gemacht. Die haben angefangen in Paris mit Spray Duft im Theater zu versprühen. Er hat eben das elektrische Licht auf die Bühne geholt und er hat junge Menschen, er hat die Rollen so besetzt, wie wir es jetzt gewöhnt sind. Alte waren alt, junge waren schön. Das war alles neu. Was gibt's denn da zu lachen? Ich weiß nicht. Sehr schön. Also er hat im Prinzip das zusammenbringen können und, ja, und den Zahn der Zeit gespürt und auch Modernität letztlich in diesem Theater-Muff gebracht. Und wir kommen natürlich unweigerlich auch zur Frage des großen Unterhaltungs-Berlins, das wir ja hier in Teilen der Ausstellung auch sehen. Wie stand er denn auch zu diesen ganzen Umwälzungen und sehr radikalen Vergnügungsprozessen der 20er Jahre, zum Beispiel des Babylon Berlins? Tja, das hat mich sehr interessiert, wie das in den 20er Jahren war. Und da lese ich ein kleines Stück. Auf Karl Vollmöllers Partys am Potsdamer Platz drängte sich alles, was im Kulturleben der Hauptstadt Rang und Namen hatte oder haben wollte.
obwohl der Drehbuchschreiber, Talentförderer, Strippenzieher nach 1919 überwiegend in Venedig und Hollywood residierte, hielt er immer noch zwei bis drei Mal jährlich in Berlin Hof. Auf Vollmöllers Flügel regeln sich die Tänzerin Lena Amsel und die femme fatale Anita Berger, beides Geliebte natürlich von Vollmöller. Engelberg Humperding spielte auf diesen Tasten seine Kompositionen für das Mirakel, Ralf Benatzky die Melodien seines Weißen Rössel. Und Marlene Dietrich war in diesem Salon schon während der Dreharbeiten in Babelsberg von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Vollmöller hatte am Drehbuch des Blauen Engels mitgearbeitet und Ruth Lanzhoff, auch eine Vollmöller-Geliebte, war es zu danken, dass der Regisseur Josef Sternberg sich schlussendlich doch für die Dietrich als Lola entschied. Der Name Vollmöller stand aber auch, wie Gottfried, das ist der jüngste Sohn von Reinhard, erinnert, für sehr begehrte exklusive Orgien. Da Vollmöller der beste Freund oder einer der besten Freunde von Reinhard war, hat mich natürlich sehr interessiert, wie das mit den Orgien und Reinhard zusammenhing. Natürlich. Und da gibt es Gott sei Dank diesen Graf Kessler, den fleißigen Chronisten, Tagebuchschreiber. Und ich habe die Tagebücher durchforstet nach Orgien und ich bin fündig geworden. Da ist zum Beispiel ein Tag im Winter, der 13. Februar 1926. Max Reinhardt habe ihn um 1 Uhr morgens angerufen, berichtet Graf Kessler, ob er nicht noch an den Pariser Platz zu Karl Vollmöller kommen wolle. Josephine Baker sei auch da und nun sollten noch fabelhafte Dinge gemacht werden. Ich fuhr also zu Vollmöller in seinen Harem am Pariser Platz und fand dort außer Reinhardt und Paul Huczynski zwischen einem halben Dutzend nackter Mädchen auch Miss Baker, ebenfalls bis auf einen rosa Mullschutz völlig nackt, und die kleine Lanzhoff, eine Nichte vom Verleger Sammy Fischer, als Junge im Smoking. Die Baker tanzte mit äußerster Groteskkunst und Stilreinheit. Die nackten Mädchen lagen oder tänzelten zwischen den 4 oder 5 Herren im Smoking herum und die kleine Lanzhoff, die wirklich wie ein bildschöner Junge aussieht, tanzte mit der Baker moderne Jazz-Tänze zum Grammophon. Jetzt wollte ich natürlich weiter wissen, wie das ging, aber es ist langweilig vielleicht, aber es ist so, ich habe es an 1000 Stellen entdeckt. Von der experimentierfreudigsten und exaltiertesten Szene Europas blieb Max Reinhardt selbst seltsam unberührt. Er feierte mit den schrägsten Freunden bis zum Morgengrauen, aber an ihren Exzessen beteiligte er sich nicht. Er hat später die Süchtigen und Gebrochenen auf die Bühne von Ibsen und Strindberg und so weiter gestellt. Sein Sohn Gottfried, dessen übermäßigen Alkoholkonsum er später zutiefst missbilligen würde, schreibt: Mein Vater hat gesund gelebt, jedes Übermaß verabscheut, nicht übermäßig getrunken und er hat geraucht, aber auch dieses nicht übermäßig. Er ist viel spazieren gegangen, geschwommen, vermutlich ist er deshalb nie zu einem Arzt gegangen. Sünden leistete sich der zu Korpulenz neigende Reinhard, der Genießer bei Horcher. Dort aß er Kalbsnieren und Schnepfen in Burgunder. Mehr Sünde war nicht. So, jetzt haben wir die Betriebstemperatur wieder runtergekurbelt. Prima, bin ich ja beruhigt. Wir kommen mal zum nächsten Bild. Das ist ein sehr schönes Bild, denn das werden Sie auch hier in der Ausstellung dann in Natura entdecken, dieses Objekt in der wunderbaren Sammlung, die dem Stadtmuseum übergeben worden ist, des Literaturwissenschaftlers Leonhard Fiedler. Der hat viele Gegenstände und Dokumente, Fotos dem Stadtmuseum übergeben, unter anderem auch diese Reisetasche mit den Initialen von Max Reinhardt. Wenn Sie ganz genau sehen, also hinter zwei Wänden ungefähr befindet sich diese Tasche, und die finden wir natürlich auch in Ihrem Buch wieder. Was lässt sich zu der sagen? Warum ist die so bezeichnend für Reinhardt, diese Tasche? Die Tasche ist im Grunde genommen das Symbol für sein Stilbewusstsein, was er entwickelt hat. Er hat wirklich die
Code seiner reichen Freunde hat er verinnerlicht. Also ich möchte gar nicht so viel davon erzählen, sonst haben sie ihn nicht mehr lieb und es wäre falsch. Man muss ihn lieb haben. Aber er reiste nur erster Klasse und es waren immer die schönsten Suiten. Und seine Frau berichtet, also die spätere Frau Helene Timich berichtet, dass das Grauenvollste war, mit Reinhard ein Hotel zu betreten, weil er mit der präsentierten Suite nie zufrieden war. Sie hatte die falsche Himmelrichtung, das Bett stand an der falschen Seite. Sie musste also quälende Wartezeiten verbringen, bis er schließlich den Platz gefunden hat, der seinen Ansprüchen genügte. Also er war ein kultivierter Reisender und er, auch seine Kleidung, alles. Er saß mit Krawatte und so wie man in Berlin auf der Straße keinen Mann mehr findet, so saß er im Arbeitszimmer. Er duftete nach Lavendel und ein bisschen Tabakrauch, aber er war eben sehr, sehr elegant. Und er reiste wie ein Wahnsinniger. Ich meine, ich finde verständlich, dass er dann auch so bequem reisen musste. Denn ich meine, er hat Tourneen gemacht als Leiter des Deutschen Theaters nach Budapest, nach Wien, nach London, St. Petersburg, New York, Stockholm. Er war ja sehr geschickt. Er hat ja eine Pantomime entwickelt, das Mirakel. Und das war natürlich sprachlich dann überall einsetzbar. Ja? Und er hatte schon 1911 einen Welterfolg in London mit diesem Mirakel. Das war der Beginn der internationalen Karriere. Und ja, er hatte also Stil, war ein unkomplizierter Kunde. Alle Hotels haben sich sicherlich gefreut, ja, wenn Herr Reinhard auftauchte. Dann musste erstmal fleißig umgestellt werden. Wir werden auch gleich ein bisschen was zu seiner Internationalität sagen. Aber was einen natürlich vor allem in einer solchen Zeit, ich spreche jetzt mal von den 20er Jahren, Ende des Ersten Weltkrieges, auch darauf hat er ja reagiert, indem er ganz reduziert wiederum inszeniert. Ja. Auch darauf. Es ließ ihn alles nicht unberührt, das ist ja völlig klar. Es war also nicht nur das Opulente auf der einen Seite, sondern eben auch der Zeit angemessen, hat er sich im Prinzip gegeben. Wie politisch war er, Frau Zehle? Wie sehr hat er zum Beispiel das Aufkommen des Nationalsozialismus gesehen und beobachtet? Also die Brechts und Jessners und Piscators, die haben gerne den Reinhard als reinen kulinarischen Menschen dargestellt, der er einfach nicht war. Er war kein politischer Mensch in dem Sinne, wie es Brecht war, aber er hatte zum Beispiel einen tiefen Ekel gegen alles Militärische. Und wir wissen ja alle, wie der Erste Weltkrieg bejubelt worden ist. Reinhard war da beim Ausbruch gerade in Italien, schrieb an einem Drehbuch, machte sich's gerade in einem Palazzo angenehm. Und da kam ein Schauspieler und hat ihm erzählt, es ist Krieg, ihr müsst jetzt wieder nach Deutschland kommen. Und Reinhard habe oft von diesen Tagen erzählt, erinnert sich Gusti Adler, seine Sekretärin, vom Hurra-Patriotismus auf den Straßen Berlins und von den Reaktionen der einzelnen Schauspieler. Wie der junge Karl von Gersdorf, der sich freiwillig gemeldet hatte, in Uniform ins Theater kam, in jedem Knopf noch eine Blume, geschmückt wie ein Opferstier, hat Reinhard gesagt, strahlend voll Optimismus, um kurz darauf als einer der Ersten an der Front zu fallen. Er hat sogar selber gesagt, dass er kein politischer Mensch ist. Aber schon als junger Mann hat er ins Tagebuch geschrieben, nachdem ihm ein Freund das Militärleben in den grauenvollsten Höllenbräugelfarben, wie er geschrieben hat, beschrieben hatte, er sei Gott sei Dank noch nicht in der Staatsmordgewerbeschule. Noch trage ich das zweifarbige Monopol des Massentotschlags. Und er beklagte am 9. März 1895 in einem Brief an einen Freund: So ist selbstverständlich jeder Mord, jede lebensgefährliche Drohung schon mit den härtesten Strafen belegt, während beim Militär Mord und Totschlag in Massen systematisch eingedrillt und staatlich sanktioniert wird. Und ist es nicht der ganze Militarismus, ist er nicht eine ungeheure lebensgefährliche Drohung für die gesamte Menschheit? Und sind nicht die Offiziere diese Drohnen der Gesellschaft in einer viel zu hohen sozialen Stellung?
Also so geht es stundenlang. Ja. Und er hat auch im Ersten Weltkrieg Dantons Tod inszeniert. Das war überhaupt die zweite Aufführung erst. Sehr reduziert und sehr engagiert. Er ist, hat in der, an der Berliner Volksbühne sofort mit den Räubern angefangen und die Soldaten von Lenz. Also er hat sehr bewusst Stücke gespielt, die das Nachdenken anregen. Ja, die den Zahn der Zeit sozusagen, oder vielmehr den Puls der Zeit, den Zeitgeist aufnahmen. Daher irgendwie im großen Kontext doch sehr politisch. Wie stand er eigentlich zu seiner eigenen Herkunft, zum Jude sein? Hat er sich dazu auch geäußert, bevor wir dann zur Frage kommen müssen, wo Sie überall fündig geworden sind? Sie haben ja irre viel Material zusammengesammelt. Also Reinhard war ein sehr stolzer Jude. Wenn man ihn darauf angesprochen hat, hat er gesagt, ich bin stolz, zu diesem Volk zu gehören, dem wir die Bibel verdanken und so weiter. Aber er war kein, er hat nicht jüdisch gelebt. Das Einzige, er ist nur am Yom Kippur-Tag einmal im Jahr in die Synagoge gegangen. Sonst muss man sagen, war er vom Katholizismus fasziniert. Der Madonnenkult, die Inszenierung ja. Der Weihrauch. Theatral, bis zum Gehtnichtmehr. Das hat ihm gefallen. Ja. Kann ich verstehen. Und er hatte eine ganz enge Freundschaft mit dem Salzburger Erzbischof. Ja. Die mochten sich sehr, sehr gerne. Und der Erzbischof hat auch gesagt, im Zweifel ist mir ein guter Jude lieber als ein schlechter Christ. Und dieser Erzbischof hat ihm ja erlaubt, vor dem Dom zu spielen, die Glocken läuten zu lassen, wenn sie läuten mussten und so weiter. Nicht? Hat ihn auch in der Kollegienkirche Theater spielen lassen. Ja, das hat Karl Kraus so geärgert, dass er aus der Kirche ausgetreten ist. Also die beiden hatten ja eh irgendwie eine ganz eigene Geschichte miteinander. Die hatten eine schwierige Geschichte, ja. Aber das können Sie dann selber nachlesen. Aber er ist natürlich antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt gewesen. Auch als Kind hat man ihn mit Steinen beworfen, das gab es schon. Und es gibt ein Zitat, das würde ich gerne unbedingt nicht diesen Tisch verlassen, ohne ich das nicht gelesen habe. Es gab 1922 den Präsidentenposten bei der Festspielhausgemeinde in Salzburg zu besetzen. Und da bat Hugo von Hofmannsthal das Kuratoriumsmitglied Richard Strauss dringend, diese Präsidentschaft zu übernehmen. Jetzt kommt das Zitat. Reinhard zum Präsidenten nehmen diese Spießbürger nie. Sie hassen ihn. Sie hassen ihn drei- und vierfach. Als Juden, als Schlossherrn, als Künstler und einsamen Menschen, den sie nicht begreifen. Also es ist nicht so, dass die Salzburger sofort erkannt hätten, wen sie da in ihren Mauern hatten. Zur Frage, wo Sie überall fündig geworden sind. In wie vielen Archiven waren Sie unterwegs, Frau Zehle, um so vieles zusammentragen zu können, zu finden? Also natürlich in Salzburg und Wien. Aber dann gab es das Glück, dass ich Bärbel Reismann begegnet bin, die ja gerade den Schatz des Reinhardtsverrückten Leo Fiedler bekommen hatte und die mir die Leckerbissen da rausgepickt hat. Und dann bin ich auch sehr fündig geworden in New York. Da gibt es die Universität von Binghamton in der Nähe. Und in der Public Library gibt es ganz viel Digitalisiertes und auch echte Briefe, also man geht da hin und sagt, ich hätte gerne den Brief so und so und dann verschwindet einer und kommt nach 10 Minuten mit weißen Handschuhen und legt dir diesen Originalbrief hin. Also das ist ganz toll, in Amerika zu recherchieren. Und ich war natürlich, da ich ja Journalistin bin, ich habe mir nie angemaßt, den Theaterwissenschaftlern in die Quere zu kommen. Ich bin Journalistin und ich entdecke die Leute über die Plätze. Also ich musste nach Los Angeles, ich musste nach Pacific Palisade, ich musste die Häuser sehen, ich musste die Plätze sehen. Dann, so habe ich das auch mit Minna Wagner gemacht. Dann verstehe ich die Leute und dann wird mir auch lebendig, wie sie gelebt haben. Schöne Art des Recherchierens. Gut, wir gehen mal ein bisschen weiter in der Bildergalerie. Wir kommen hier zu einem
Foto auf einem Schiff und einer illustren Truppe. Was lässt sich dazu sagen? Das ist die Überfahrt der Berliner und Wiener Reinhardt-Ensemble. Und es ist 26, 27 das erste Mal, dass eine deutschsprachige Theatergruppe in New York auftritt. Und es war ein ganz großer Erfolg, dass die Stücke, es waren 8 Inszenierungen, also seine ganzen Shakespeare-Klassiker und der Sommernachtstraum natürlich. Und dies hat über ein Jahr lang an 2 Theatern in New York gespielt. Und das war zu einer Zeit, wo New York reich war und es war zwar Prohibition, aber für die Künstler gab es immer Alkohol. Und da gab es auch Mäzene, die sich sofort für Reinhardt begeisterten. Und ja, das war ein ganz toller Beginn in Amerika für ihn. Gibt noch ein zweites Bild, da sehen wir das Time Magazine. Genau. Das zeigt also ein deutscher oder österreichischer Regisseur auf dem Titel von Time. Das ist ein Zeichen dafür, wie die Amerikaner ihn aufgenommen haben. Und darum hat er eben auch nicht nur das europäische Theater auf seinen unendlich vielen Tourneen beeinflusst, er hat auch das amerikanische natürlich beeinflusst. Was natürlich auch ein großes Glück für ihn war, dass er dann später, als er eben nicht mehr im Deutschen Reich agieren durfte, anknüpfen konnte an irgendetwas. Dennoch, er kam ja erst einmal immer wieder zurück. Und es gibt ein Foto, was wir haben. Genau, ja. Hier zu einem großen Jubiläum kam er unter anderem. Ja, das ist ganz wichtig. Also man hat dem Reinhardt nicht nur in Salzburg das Leben schwer gemacht, man hat es ihm auch in Berlin schwer gemacht. Also als er das große Schauspielhaus gegründet hat, haben ihn die Kritiker zerrissen als Zirkusdirektor. Und es ging ihm nicht gut. Und die Zeit war auch grausam. Also man muss sich vergegenwärtigen, dass 31 die Zahl der Arbeitslosen von 2 auf 6 Millionen stieg in Deutschland und die Theater einen immer schwereren Stand hatten. Und er war schon so ein bisschen im Abschiedsmodus, aber da hat sich dann plötzlich Berlin nochmal an seine Glanzzeiten erinnert und hat 25 Jahre am Deutschen Theater, das war 1930, zelebriert. Und die haben ein Fest gefeiert und Berlin konnte ja damals unglaublich feiern, ja. Und also die Sekretärin beschreibt es, die Gusti Adler, Goldregen habe das Theater bis an die Decke geschmückt, als Festaufführung die Fledermaus, Erich Wolfgang Korngold dirigierte, Beifallsstürme, Champagnerstimmung, dann ein Galadiner im Marmorsaal im Zoo, eine Einladung des Vereins Berliner Presse zu Ehren Max Reinhardts, rote Rosen auf allen Tischen, Ovationen und so weiter. Eine Tischkarte für Fräulein Adler samt Menüfolge liegt jetzt im Berliner Stadtmuseum. Man schlemmte Hühnerbrühe, Seezungenfilet à l'Américaine, Rehrücken in Sahne, Erdbeeren à la Hessler dazu. Natürlich ein toller 1919 Chateau und ein Champagner zum Dessert und die Kleiderordnung Frack. All das weiß ich durch Bärbel, die natürlich diese Menükarte mir gleich unter die Nase gehalten. Das sind interessante Details, jawohl. Ja. Max Reinhardt hielt an diesem Abend eine bewegende Ansprache. Wie immer hatte er wochenlang daran gefeilt. In jeder Reinhardt-Gedenkrede, und es gab und gibt in Salzburg derer inzwischen viele, werden diese Sätze wiederholt. Ich bin ein alter Grenzgänger auf der schwebenden Linie zwischen Wirklichkeit und Traum. Mein ganzes Leben habe ich auf diesem schmalen Grenzpfad zugebracht und Güter herüber und hinüber geschmuggelt. So erlebe ich es wie einen Traum, dass ich 25 Jahre, mehr noch eigentlich seit meiner Kindheit, ununterbrochen gespielt habe, zu meiner eigenen Lust, und dass diese Lust damit gekrönt wird, dass sie auch vielen anderen eine Lust gewesen ist.
Am nächsten Tag feierte Reinhard mit seinen Schauspielern, mit Bühnenarbeitern, Verwaltungskräften, Dekorateuren, Garderobenfrauen, Beleuchtern. Laut Helene Timmich waren es 2000 Menschen. Und auch diese Worte, die der Theaterprinzipal an seine Mitarbeiter richtete, sind bis heute unvergessen. Er sagte: Ich liebe Sie alle von Herzen. Ich liebe Sie mit ganz altmodischer Sentimentalität und zugleich mit aller neuen Sachlichkeit in Gottes Namen. Aus meinem Liebesverhältnis zu Ihnen ist alles entstanden, was ich bin und tue. Und deshalb geht die reiche Ehrung, die mir hier widerfahren ist, auch zu Ihnen. 2 Jahre später hatte dieses Theaterimperium vom Reinhard über 2 Millionen Schulden. Er legte die Direktion nieder vor den Nazis. Nicht wegen der Nazis, sondern wegen der Schulden. Und weil nach dem Tod seines Bruders, der ja sein Manager und Verwalter war, ihm diese ganze unternehmerische Geschichte in der Weltwirtschaftskrise zu viel wurde. Und er gibt seine Theater ab und da gibt es eine denkwürdige Pressekonferenz auf Druck der Journalisten einberufen und sie hatte, wie Gusti Adler schreibt, beinahe den Charakter einer Vernehmung. Man würde sie auch überhaupt nicht erwähnen, hätte der scheidende Theaterchef dort nicht einen einzigen bemerkenswerten Satz, die verquere Situation zwischen ihm und den Berliner Medien beschrieben. Reinhard sagte: Aber auch Kritiker, die mich mit ihrer Gegnerschaft ehren, verurteilen wunderbarerweise mit Entrüstung meine Niederlegung der Direktion, obwohl sie mir im selben Atemzug die Fähigkeit zu ihrer Führung aberkannten. So, Sie sagten es gerade, es war vor den Nazis, als er anfing, sein Imperium ein wenig zurückzubauen aus finanziellen Gründen. Aber dennoch, wir nähern uns jetzt auch hier nochmal in die Jahre 32, 33. Wir gehen jetzt nochmal nach New York zu der großen Premiere von A Midsummer Night's Dream. Aber darf ich vorher noch sagen, der Grund, warum wir hier sitzen am 2. März, ja, ist, weil am 1. März vor 89 Jahren war die letzte Inszenierung, letzte Premiere in Berlin am Deutschen Theater von Reinhard. Und das muss man sich ganz kurz vorstellen. Am 27. 28. war der Reichstagsbrand. Am 28. hat er ja die Vorlage geliefert, dass die Notverordnung zum Schutz von Volk und Staat verabschiedet werden konnte. Das hat der SA die Möglichkeit gegeben, ohne Verhandlung und Begründung Leute zu verhaften. Also da ist schon Karl von Ossiewski, Mühsam und Ergon Ewon Kisch sind da schon verhaftet worden am 28. Ein Tag später, am 1. März, findet das große Welttheater nach Calderon von Hoffmannsthal bearbeitet im Deutschen Theater statt und hat einen sensationellen Erfolg. Und sein Sohn schreibt, es war der übliche Reinhard-Erfolg und er ist wie üblich mit seinen Schauspielern anschließend im Borchert essen gegangen. Jetzt denkt man ja, die Nazis waren ja plötzlich an der Macht. Jetzt denkt man doch, dies große Welttheater am Deutschen Theater muss ja jetzt geschlossen worden sein und nicht vom jüdischen Regisseur weitergeführt worden. Nein, dieses Theaterstück ist bis zum 31. März 30 Tage mit großem Erfolg aufgeführt worden. Und wie kann man sich das erklären? Wie standen die Nazis denn zu Reinhard? Ich glaube, entweder hatten sie keine Zeit oder sie haben sich an ihn nicht rangetraut. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist eben Reinhard nicht geflüchtet, sondern er ist, nachdem er gefeiert hat und so ein paar Dinge erledigt hat, am 7. oder ich denke, du hast noch ein Bild gefunden vom 7., die Gusti Adler schreibt, er ist am 8. März weggefahren, aber vermutlich ist er in der Nacht vom 7. auf 8. im Schlafwagen erster Klasse, das ist natürlich klar, das weiß ich auch, steht irgendwo, ist er nicht mit unbekanntem Ziel ins Exil oder so, sondern er ist nach Italien gefahren, wo er dann in den Boboli-Gärten von Florenz den Sommernachtstraum inszeniert hat. Erst nach
diesem März hat dann die Helene Timich gemerkt, dass ihr Mann oder ihr, damals war es noch ihr Lebensgefährte, nicht wieder hat zurückkommen können. Und es gibt Briefe, wo sie unglaublich beklagt den Abschied von dem Gärtnerhaus. Wir haben ja beim Schloss Bellevue in einer Remise gewohnt, im Gärtnerhaus, wie sie ihren Garten verlassen muss, wie sie die schönen Möbel verlassen muss. Und vor allen Dingen das Direktorenzimmer von Reinhard im Deutschen Theater war ganz prachtvoll. Und alle Antiquitäten, alle Bücher, alles, was er gesammelt hat, hat er dort gelassen. Da ist dann Gründgens eingezogen später. Das hat ihn übrigens geärgert. Welche Art von Restitutionsverfahren gab es dann später nach dem Krieg? Das ist eine langwierige und schwierige Sache. Aber Gottfried hat Geld bekommen für Grundstücke. Also der ist, da hat man einen Ausgleich geschaffen. Aber das war mühsam, langwierig, wie wir das kennen. Wir kommen jetzt langsam jetzt in die Zeit, die wir uns auch noch mal anhand des Exilmuseums gleich, ja, des Geplanten anschauen wollen. Ja, im Ausland, er konnte anknüpfen an bereits, ja, entstandene Erfolge, aber auch Nicht-Erfolge. Also das war sehr durchwachsen. Ja, also hier der Film, der Sommernachtstraum, der ist gefloppt. Ja, aber er ist insofern gefloppt. Es ist der Film gewesen, der damals am teuersten war. Also er hatte kein Limit, er konnte in Hollywood drehen. Man muss wissen, dass dieser Midsummer Dream ist in der Hollywood Bowl 1934 an 10 Abenden mit jeweils 15.000 Zuschauern gelaufen. Also wie ein Popkonzert. Die Hollywood Bowl gibt es immer noch, ich habe mir die angeguckt, ist ein Riesending. Und die Leute sind da in Scharen hingegangen. Und da war er natürlich der Superstar. Und die Warner Brothers haben gesagt, make your film. Und er konnte Millionen verpulvern. Die hat der Film halt nicht eingespielt. Aber, und darum sage ich eben, es ist eine Verkürzung, wenn die Leute immer schreiben, er musste emigrieren und konnte dann in Amerika nicht Fuß fassen. Also er hatte sowas von Fuß gefasst dort. Ja? Da gibt es einen Tag in New York, da als das war der Vorabend dieser Premiere, da lag ihm ganz Manhattan zu Füßen. Und der Bürgermeister der Stadt, das war der LaGuardia, nach dem heute der Flughafen heißt, der rief es damals triumphierend und unter heftigem Applaus in den Saal: Mr. Reinhard, und wenn die sie nicht mehr wollen, wir wollen sie. Das war 1935. Und das war das Testimonial-Dinner im Waldorf Astoria. Und es war am 8. Oktober 1935. Und ich wollte unbedingt in das Waldorf Astoria und wollte diesen Ballsaal sehen. Der war wie ein Opernhaus mit Logen und mit riesen Kronleuchtern und großer Tanzfläche. Ich wollte da unbedingt hin, aber das Waldorf Astoria haben Chinesen gekauft. Das wird jetzt umgebaut, es werden Apartments und nur noch ein kleines Hotel. Ich konnte da nicht rein und ich war tief depressiv, weil das fehlte mir. Und dann kam diese wunderbare Bärbel, ich muss das lesen. Aber dann ereignete sich ein Wunder, wie es immer mal wieder während einer langen Spurensuche passiert. Es war ein, zwei Monate später in Berlin-Spandau im Stadtmuseum in der Hans-Pölzig-Straße. Dort legte mir Bärbel Reismann eine CD auf den Tisch. Ich spielte sie ab und mit einem Mal ließ man mich passieren, winkte man mich in den großen Ballsaal hinein, war ich dabei an diesem Abend des 8. Oktober 35 im Waldorf Astoria. Das Geraune der Gäste, das Stühlerücken, Gläserklingen und die Stimme von Alexander, dem Rundfunkreporter. Er beschreibt den zauberhaften Blumenschmuck auf den Tischen, die ungezählten Lichter und in gedämpft ehrfürchtigen Ton die Prominenten unter den über 500 Gästen, darunter Albert Einstein, Kurt Weill und Franz Werfel. Diese Rundfunkansprache gibt es auf Schellackplatten und sie hat es, ich steht hinten, wie das technisch geht, das konnte man auf eine CD brennen, frag mich nicht wie. Und an diesem Abend,
dieser Abend war Teil der unglaublichen PR- und Pressearbeit, die Warner Brothers auf die Beine gestellt hatte. Im Berliner Archiv liegen prachtvolle Mappen, fertig gerasterte Fotovorlagen der Hauptdarsteller, Slogans, sogar ein Sommernachtstraum-Kreuzworträtsel hatte man entwickelt, sowie ein 30-Minuten-Radio-Hörspiel zur Produktionsgeschichte, dazu noch diverse Flyer-Poster. Aber nichts kam so wahnwitzig großspurig daher wie die Einladung zu diesem Abend. Auf dem Einladungskarton, Karte möchte man das nicht nennen, kleben oben drei Silbermünzen mit Porträts. Links Shakespeare, frontal mit gepflegtem Bart, mittig im Profil die Warner-Brüder Harry, Jack und Albert, rechts im Halbprofil Reinhard. Alles auf gleicher Höhe und gleich groß. Shakespeare, Reinhard, Warner Brothers. So macht man das, ganz genau. Sie haben dieses Buch in mehrere Kapitel aufgeteilt und Kapitel 5 ist das letzte und es beginnt mit folgendem Zitat, da darf ich kurz mal verlesen und hier beginnt die Verschränkung mit dem zweiten Teil des Abends. Als der Tag dann da war, hatte er nicht die geringste Freude daran, auch nicht an unseren Gästen, obwohl es durchweg enge Freunde und geschätzte Bekannte waren. Irgendwie muss er sich als tragische Figur gesehen haben. Über allem stand für ihn an diesem Tag das Wort Abschied. Wir sehen hier bei Berlin Global hinter uns sozusagen, zwei Wände hinter uns, vis-à-vis von dem Max Reinhardt Ausstellungsteil, eine große Wand mit Unterschriften, ganz großer, vieler, prominenter Schauspielerinnen, Künstlerinnen, Tilla Durieux, Alexander Granach, Billy Wilder und. Alles Menschen, die vor den Nazis fliehen mussten, ins Exil gingen. Und ich würde an dieser Stelle gerne Cornelia Vossen mit auf die Bühne holen, damit wir über diesen letzten Lebensabschnitt von Reinhardt gemeinsam, das Exil, sprechen können. Cornelia Vossen ist kuratorisch tätig, hat viele tolle, spannende Projekte schon kuratorisch inszeniert, umgesetzt, durchdacht, geplant und ist eben kuratorisch jetzt für das geplante Exilmuseum zuständig, das am Anhalter Bahnhof entsteht. Dem Bahnhof, von dem viele dieser Namen ja auch tatsächlich ins Exil gegangen, geflüchtet sind, manche aber auch in die Deportation. Wir wissen, liebe Cornelia, ich erlaube mir, dass wir kennen uns aus verschiedenen Zusammenhängen, dass dieser Anhalter Bahnhof, diese Ruine des Portals auch irgendwie symbolisch da in the middle of nowhere irgendwie steht. Was genau ist dort denn geplant? Wie soll so ein Exilmuseum aussehen? Also tatsächlich war der Anhalter Bahnhof ist für uns so eine Art Genius Loci für das Museum. Denn das war tatsächlich der Bahnhof, von dem unzählige Personen, Bekannte, aber auch Unbekannte, ins Exil mit dem Zug geflohen sind. Das heißt, wir haben das große Glück, dass es zu gelingen scheint, dass wir am authentischen Ort die Geschichten von diesen Menschen erzählen können. Und ich glaube, das ist auch was, was vielleicht das den ersten Teil des Abends mit dem zweiten Teil des Abends verbindet. Der Fokus liegt da tatsächlich auf den Biografien. Das heißt, es geht darum, wirklich so eine Nahsicht auf diese Lebensgeschichten auch herzustellen. So wie Sibylle das Zähle das sehr ausführlich macht, das können wir natürlich nur in begrenzter Weise so ausführlich machen, aber diese Art mit Fotos umzugehen, sich einzufühlen in die Orte, an denen die Personen gelebt haben, das ist tatsächlich auch was wir stark verfolgen. Nun ist Max Reinhardt natürlich eine Ausnahmefigur, das ist völlig klar. Ja? Sie haben schon beschrieben, Frau Zähle, er stieg in den Zug, reiste von Deutschland ab und er ist jetzt nicht geflüchtet in dem Sinne. Er ist nicht bewusst emigriert erst einmal, sondern erst einmal hat er Deutschland eben verlassen für eine Inszenierung. Irgendwann war klar, das Zurückkommen ist mit einem großen Fragezeichen versehen. Ja, aber er passt sehr gut in das Museum, er passt da sehr gut rein. Und das finde ich ja das Spannende an den Biografien, dass die Emigration erfahren ja die Leute ganz unterschiedlich. Und Reinhardt hat sie, ich meine, der ist in dem Bewusstsein, ich bin ein Star, wieder nach Hollywood gekommen und musste merken, die Welt hat sich total verändert. Die Mäzene waren zum Teil gestorben, die Weltwirtschaftskrise hat keine Lust gemacht auf komplizierte europäische teure Regisseure. Und er war plötzlich nicht mehr Star, sondern er stand in der Reihe der Emigranten. Und die Shakespeare
blieben aus. Er ist am Anfang, da hat ein möbliertes Haus gekauft in den Hollywood Hills. Das ist ein Bild von so einem Emigrantentreffen. Und das musste er sehr bald aufgeben. Er ist dann in ein sehr viel kleineres am Pacific Palisade. Und da treffen sich natürlich die ganzen Emigrantengeschichten. Und der Weg von Max Reinhardt ist dann so traurig und so berührend, wie es schlimmer gar nicht geht, nicht? Wie es wirklich schlimmer nicht geht. Ich will das jetzt verkürzen, aber er hatte sogar noch mal einen Erfolg mit einer Fledermausbearbeitung, wo man ihn als Einspringer geholt hat. Der Korngold war der Dirigent, der hat ihn geholt, hat gesagt, du musst es retten. Und er hat es auf die Reinhardtsche Art gerettet. Und das hieß damals Rosalinda, das ist noch in ungezählten Häusern noch Monate nach seinem Tod gespielt worden. Insgesamt 500 Vorstellungen gab es. An den Erfolg hätte dieser 70-jährige Reinhardt anknüpfen können. Aber Sie sagen ja, der Abschied war schon über ihm. Er war zu schwach. Sein Arzt hat dann später geschrieben, das Breaking-Heart-Syndrom. Also er ist wirklich an gebrochenem Herzen gestorben. Und das Herz hörte auf zu schlagen, wie bei Franz Werfel, Bruno Frank. Alles Herzenssachen hat der Benatzky, der Komponist des Weißen Rössel, geschrieben, voller Bitterkeit. Kein Erfolg, kein Geld, keine Chance, keine kleinste Aussicht. Das hat die Leute erschöpft und verzweifelt. Und da schreibt er, das wäre mein Schluss sozusagen der Überleitung, Max Reinhardt ist heute Nacht gestorben, ein unersetzlicher Verlust für die theatralische Welt. Er, der unlängst vor einigen Wochen hier bei uns war und dem die dicken Tränen des Heimwehs über die Wangen rollten, als ich ihm mein Wienerlied in New York vorsang und spielte und der sich dieser Tränen nicht schämte, denn so ihm wie mir ist mit der Sprache der Lebensfaden zerschnitten worden. Und in einem Nachruf von Thomas Mann für Franz Werfel heißt es dann 45, das deutsche Elend währte zu lang, fraß zu tief, es zehrte an ihm wie an uns allen. Sie starben an überangestrengtem Herzen, einer nach dem anderen, die Genossen der Emigration. Und hier sehen wir noch ein abschließendes Bild der jungen Marlene. Das ist so die Fassade. Ja, da machen sie sich noch mal schick. Den Frack hatte ja der Max Reinhardt. Aber es ist kurz vor seinem Tod, der ist 1943 gestorben. Er war verloren in der Hollywood-Gesellschaft. Alle hauten ihm auf die Schulter, hey Max! Und er wusste überhaupt nicht, er konnte kaum Englisch, er wusste nicht, wie er damit umgehen sollte. Er fühlte sich absolut deplatziert. Ja. Und damit kommen wir ja zu einem ganz, glaube ich, markanten, signifikanten Gefühl des Exils Cornelia. Cornelia Vossen hat übrigens auch, weil er hier schon heute vorkam, Harry Graf Kessler. Dazu hat sie auch ein wunderbares kuratorisches Programm konzipiert. Das war in der Stiftung Brandenburger Tor. Frau Zehle sprach gerade von Emigration. Wir sprechen von Emigration, wir sprechen von Exil, wir sprechen aber auch schnell von Asyl. Wie sehr unterscheiden sich diese Begriffe und wie sehr musstet ihr euch fürs Exilmuseum da auch genau entscheiden, welcher der Begriffe tatsächlich derjenige ist, welcher? Ja, tatsächlich ist hört man mich? Ja. Tatsächlich ist in Deutschland der Begriff Exil sehr stark mit der Zeit 1933 bis 1945 assoziiert. Und das war tatsächlich für uns auch der Grund, das Exil da tatsächlich auch als in den Namen des Museums zu nehmen. Interessanterweise haben wir aber im letzten Jahr, vielleicht hat der eine oder die andere das gesehen, am Anhalter Bahnhof eine Containerausstellung gemacht, wo wir in von Studierenden umgebauten Wohncontainern für Geflüchtete gezeigt haben, was wir vorhaben und dort auch mit Geflüchteten gearbeitet haben, die bestimmte Inhalte für diese Ausstellung auch produziert haben. Und die konnten mit dem Exilbegriff interessanterweise auch sehr viel anfangen. Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, früher war das so ein bisschen belegt mit so einer Elite, die dahinter stand. Und das hat sich aber in der letzten Zeit doch ziemlich gewandelt. Es gibt zum Beispiel von der Körperstiftung auch Programme, die das Thema, die den Begriff Exil in den Mittelpunkt stellen und so. Also es hat sich verändert, meines Erachtens, mit der Flüchtlingswelle 2015.
Vielleicht noch zur Info für Sie, die Schirmherrschaft haben die Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller, auch eine der Initiatorinnen dieses ganzen Projekts, und der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck. Es gibt einen Gründungsdirektor, das ist Christoph Stölzel. Es sind viele Kooperationen geplant, Partnerschaften, auch mit dem Museum der Vertreibung sozusagen als ja, Pendant-Prinzip ist das Ganze gedacht an diesem Ort in Kreuzberg. Cornelia, wie erzählt man Exil? Ja, das ist natürlich eine Frage, die wir uns täglich stellen, zumal wir selber ja weiße, nicht geflüchtete Menschen sind, die sich aber anmaßen, eine Ausstellung darüber zu machen. Und ein Weg, den wir dabei aber sehr stark verfolgen, ist tatsächlich auch angeregt durch Hertha Müller, die irgendwie in den Mittelpunkt gestellt hat, dass es wichtig wäre, den Inhalt des Wortes Exil zu erzählen. Und das versuchen wir sehr stark über Motive aus der Erfahrung des Exils, sowas wie Warten, Pass, Identität, Abschied, davon hatten wir vorhin, Leben in der Fremde, das ist eine eigene Spur in der Ausstellung, aber auch, indem wir möglichst stark die Exilanten und Exilantinnen von damals, aber auch heute selber zu Wort kommen lassen. Also die selber berichten über Zeitzeugenberichte, Selbstzeugnisse von dieser Erfahrung. Und interessanterweise, als ich vorhin von der Container-Ausstellung erzählte, war es auch so, dass wenn die Geflüchteten über ihre Erfahrungen sprechen, dann merkt man, es gibt tatsächlich sowas wie eine anthropologische Konstante in der Erfahrung des Exils. Und das ist tatsächlich das übergeordnete Thema in dem Museum. Mhm. Kannst du uns diese Konstante noch ein bisschen beschreiben? Wir haben für diese Container-Ausstellung ein ABC des Ankommens entwickelt. Also das war die einzige Vorgabe, die wir gemacht haben, also eine Form, in die hineingearbeitet werden sollte, dass wir von A bis Z versuchen, diese Erfahrung des Ankommens, ist das Ankommen überhaupt möglich, wie kann es gelingen, wenn es gelingen kann, dazu haben wir die Geflüchteten befragt. Und was völlig verrückt war, war, dass, also wir haben die dann interviewt, haben das alles transkribiert, daraus kurze Texte entwickelt, sie wieder mit ihnen abgestimmt. Und als wir das fertig hatten, habe ich mich gefragt, warum ist mir eigentlich jetzt kaum etwas fremd von dem, was die da erzählen? Denn wie gesagt, ich habe die Erfahrung ja gar nicht selber. Und dann habe ich gedacht, naja, ich glaube, die Antwort ist, ich habe mich inzwischen so viel mit Erfahrungsberichten und Zeitzeugnissen aus der NS-Zeit beschäftigt, dass man wirklich spürt, es gibt diese Verbindung. Und auch die selber, wenn sie dann die Texte in der Ausstellung gelesen haben, wie NS-Exilanten und Exilantinnen ihre Erfahrung beschreiben, haben sich total darin wiedergefunden und waren sehr berührt davon, dass es diese Verbindung gibt. Also das war sehr beeindruckend, auch zu sehen, wie die darauf reagieren. Und das ist tatsächlich ein Prinzip, was wir immer wieder verfolgen. Es gibt zum Beispiel einen Raum, in dem wir sehr interviewbasiert arbeiten, den sogenannten Diskurs- und Echoraum, wo wir Zeitzeugen aus der NS-Zeit befragen und im Hinblick auf das NS-Exil und sie dann bitten, es in einen Bezug zu Exil heute zu stellen. Also Exilanten und Exilantinnen von damals sprechen über Geflüchtete heute und über Flucht heute. Und auch da ergeben sich immer wieder diese Brückenschläge. Also das ist so ein Weg sozusagen, wie wir immer wieder das herstellen und über diese Erfahrung des Exils sprechen wollen. Auch hier schauen wir uns mal einige Fotos an von dem, was geplant ist. Das ist sehr beeindruckend. Da sehen Sie schon die Architektur. Das ist eine dänische Architektin, Dorte Mandrup aus Kopenhagen. Die hat den Zuschlag bekommen. Und vielleicht können wir mal weiter scrollen. Wir haben auch einige Bilder mitgebracht, damit man mal einfach sieht, wie sich das sozusagen da einreihen wird am Anhalter Bahnhof. Das genau, Portal. Also die Architektur macht einen respektvollen Schwung sozusagen um dieses Portal, hält auch einen gewissen Abstand. Wir haben einen internationalen Architektenwettbewerb gemacht mit Architekten von New York bis Tokio. Und das war der einzige Entwurf, interessanterweise, ich finde es interessant, dass der gewonnen hat, weil das war der einzige Entwurf, der das Portal nicht direkt eingebaut hat in das Gebäude, sondern tatsächlich diesen Freiraum lässt und im Prinzip so eine Art
dieses Brückenmotiv aufnimmt. Man sieht vielleicht, das sieht man, glaube ich, auf den nächsten Bildern etwas besser. Sie sehen, das ist so eine doppelte Fassade. Die erste ist so ein bisschen perforiert und dann dahinter ergeben sich so halbkreisförmige Fensteraussparungen, sodass, wenn man dort die Treppe hochgeht, man immer wieder den Blick nach draußen hat. Und was Dorte Mandrup im Prinzip hier macht, ist, dass sie diese Bogenarchitektur des Bahnhofs abstrahiert. Man sieht das sozusagen in dem zweiten Bild von oben und in diese Architektur, an die zweite Schicht sozusagen dieser Fassade verlegt, sodass es immer wieder möglich ist, eben diese Blicke nach draußen zu bekommen, während man, wenn man durch das Portal geht, diesen freien Blick behält, der über das Fußballfeld, was da am Anhalter Bahnhof ist, also das Gebäude wird sich auf der Freifläche hinter der Portalruine befinden, aber das Fußballfeld bleibt erhalten, sodass man diesen ganz freien Blick auf das Tempodrom auch, das dann wiederum dahinter liegt, behält und damit auch noch ein Gefühl ja, bekommen kann für die ursprünglichen Dimensionen dieses Bahnhofs. Denn das ging wirklich bis zum Tempodrom. Man sieht, wenn man hinter das Tempodrom geht, noch ist so ein kleines Wäldchen. Und da sieht man wirklich noch die originalen Gleisanlagen. Und das zog sich dann bis zum Technikmuseum. Also in den Lokschuppen des Anhalter Bahnhofs ist heute die Eisenbahnausstellung des Technikmuseums. Das sind so Zusammenhänge, die weiß man einfach gar nicht. Das ist unglaublich. Eben deswegen auch stadtgeschichtlich, architektonisch total spannend, nicht zu vergessen. Ein Steinwurf entfernt ist die Topografie des Terrors auch. Also dieses Triangel im Prinzip wird sein, ne? Museum der Vertreibung, Exilmuseum und Topografie des Terrors. Ja, das jüdische Museum ist nicht weit. Der Gropiusbau war in den 80er Jahren das Ausstellungshaus, was die ersten großen Ausstellungen zu jüdischen Themen gemacht hat. Also was da eigentlich entsteht, ist so eine Art neue thematische Museumsinsel, wenn man so will. Also es passt schon sehr gut dahin. Das stimmt, in der Tat. Ein Pendant zu dieser Museumsinsel. Jetzt kann man sich natürlich fragen, so toll das klingt, aber warum ein ganzes Museum zum Exil? Wurde zu wenig bisher über Exil gesprochen und gezeigt? Also das Exil ist lange ein bisschen unterbelichtet geblieben, muss man sagen, und im Schatten des Holocaust auch ein bisschen untergegangen. Also das Thema kommt schon vor, immer wieder in einzelnen Häusern, als einzelne Räume. Aber es gibt erst seit 2018 eine erste Dauerausstellung zu dem Thema in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt, organisiert vom dortigen Exilarchiv, wo 8 Biografien verfolgt werden und es auch darum geht, natürlich diese die tollen, wirklich tollen Objekte des Archivs auch zu zeigen. Aber das ist wirklich die erste Ausstellung, die sich mit dem Thema beschäftigt. Und ich glaube, dass vielleicht auch ein bisschen Zeit vergehen musste, bis man sozusagen auch reif war, darüber etwas zu machen. Ich glaube, es hat aber auch sehr viel mit der Flüchtlingswelle 2015 zu tun. Also es gibt ja auch immer mehr Migrationsmuseen, die jetzt entstehen. Das auch nochmal sensibilisiert hat für Fluchtbewegungen heute auf der Welt. Wir wissen, es sind so viele Geflüchtete wie noch nie unterwegs auf der Welt. Und die Zahl ist steigend. Und ganz aktuell wissen wir natürlich auch, dass das Thema nochmal eine Brisanz bekommen hat. Wenn wir von blinden Flecken sprechen, würde ich auch Frau Zehle ganz gerne fragen. Max Reinhardt, ich frage mich die ganze Zeit, wie präsent ist er eigentlich heute in der deutschen Kulturgeschichte? So oft höre ich den Namen gar nicht. Hat das tatsächlich auch mit der Immigration zu tun, glauben Sie? Vielleicht. Und auch, dass er so schwer zu fassen ist. Die modernen Regisseure haben sich erst mal in der Allüre gefallen, ihn zu verachten. Als kulinarischen, nur mit großer Ausstattung arbeitenden Regisseur, was ja völlig falsch ist. Ja? Und ich glaube, dass ja, er war zu vielseitig, um ein Bild abzugeben, dass eine Gruppe ihn schätzt. Mhm. Er ist eigentlich wirklich in den Hintergrund geraten. Er galt nicht als modern. Und irgendwie durch diese 100 Jahre Salzburger Festspiele, ein bisschen auch durch das Buch, auch Helga Rabel-Stadler, die Präsidentin der Salzburger Festspiele, hat unglaublich für Reinhardt geredet und getrommelt. Und jetzt gibt es so eine regelrechte Reinhardt-Welle, aber das ist ganz neu, ja. Das ist interessant, geht auch Hand in Hand mit Komponisten, zum Beispiel Hans-Erich Korngold, den man jetzt auch wieder entdeckt. Ja, und der auch so ein bisschen ist. Als wunderbar, ja. Der ja auch
in die USA ging, nicht wiederkehren konnte als Jude wegen der Nazis, dann in Hollywood Karriere machte, als Filmkomponist, aber wieder anschließen wollte nach dem Krieg und keinen Fuß eigentlich mehr so richtig auf den Boden bekommen hat, weil er als ein bisschen gestrig galt. Also wer weiß, wie es Reinhard gegangen wäre. Und auch sogar Thomas Mann hat gesagt, als Reinhard nach New York ging von Hollywood, um da ein Ensembletheater irgendwie hinzukriegen, da hat Thomas Mann gesagt, der Mann der Opulenz ist doch nicht der Mann der Stunde. Er ist doch eigentlich nicht mehr modern. Und da schreibt sein Sohn, wie schade, dass Thomas Mann und auch andere, die ihn kritisieren, nie gesehen haben, wie er in Hollywood in dem Workshop, er hat ja da eine Schauspielschule gegründet, wie er da mit einer Lampe, mit nicht mal einem Podest, mit einem Stuhl und einer Lampe eine Magie schaffen konnte, die seinen Inszenierungen in Berlin und Salzburg in nichts nachstand. Also er schreibt, wie traurig, dass all seine Kritiker nicht dieses Alterswerk, dieses Reduzierte gesehen hat, weil sich da eben nicht, er war ja auch schon reduziert im Ersten Weltkrieg, aber da kam jetzt eben noch die Erfahrung dazu. Also er hat im Grunde genommen Werkstatttheater, Kellertheater, diese Experimentierbühnen, das hat er in Hollywood schon gemacht. Aber das weiß keiner. Ich denke, ja, das ist auch teilweise dem Exil geschuldet, dass viele Fäden einfach sich irgendwo verliefen, ja, und nicht mehr erzählt werden. Insofern ist es natürlich unglaublich schön, den Menschen auch eine Geschichte wiederzugeben mit so einem Vorhaben. Vielleicht haben Sie Fragen an dieser Stelle, liebes Publikum. Wir haben auch ein Publikumsmikrofon, was herumgegeben wird. Und hier sehe ich schon eine Hand ganz vorne. Mikro kommt zu Ihnen. Bitte. Ja, also ich weiß nicht, ob man das jetzt hört. Ja, man hört es. Mich interessierte, Sie haben das ja gerade sehr eindrücklich geschildert, dass diese Exil- und Fluchterfahrungen über fast 100 Jahre im Grunde sich auf verschiedene Aspekte zurückführen lassen, die weltweit gelten. Und das finde ich erstmal nachvollziehbar. Aber mich würden jetzt doch vielleicht 2-3 Beispiele interessieren. Was haben Sie da so als Merkmal herausgearbeitet? Also wir machen das tatsächlich auf einer relativ überzeitlichen Ebene. Also ganz konkret, das Ausstellungselement, von dem ich sprach, ist der sogenannte Pfad des Exils. Also wir haben eine Abfolge von sozusagen historischen, faktenbasierten Räumen, die grob gesagt den Weg ins Exil nachvollziehen und auch die Remigration. Und in diesen Rundgang eingebettet ist der sogenannte Pfad des Exils. Das ist eine Raum-im-Raum-Struktur, eine Abfolge von Kabinetten, wo jedes Kabinett sich einem Motiv aus der Erfahrung des Exils widmet. Also zum Beispiel das Warten auf den lebensrettenden Pass, den Stempel, das Visum, solche Themen. Und wenn man dann schaut, wie zum Beispiel Anna Segers darüber spricht, wie die Menschen in den Cafés sitzen und wirklich verzweifelt sind vom Warten und immer wieder anfangen, in Konsulatsfristen zu rechnen und so weiter, dann ist das sehr, sehr ähnlich, wie wenn es zum Beispiel Ilja Trojanow ist, der beschreibt, wie er immer wieder sich einreihen muss in die Warteschlange vor dem Lageso und genauso hofft und bangt, dass das Amt sagt, ja, du darfst raus und dein Leben ist gerettet. Also das ist das, was ich meinte mit diesem, dass wir versuchen, die Person einfach selber sprechen zu lassen, auch sehr stark mit der Exilliteratur auch zu arbeiten an der Stelle. Wenn Sie weitere Fragen haben, herzlich gern. Vielleicht noch ein Gedanke, der auch vielleicht wichtig ist zu erwähnen, Cornelia Länder, Gesellschaften verlieren natürlich ganz viel durch Menschen, die ins Exil gehen. Das erleben wir ja auch weltweit. Aufnahmegesellschaften wiederum haben die Möglichkeit, dieses Potenzial auch zu sehen oder etwas zu gewinnen sogar. Ist das Thema? Wird das Thema sein? Das ist ein total großes Thema. Es ist irgendwie lustig, als ich gefragt wurde, ob ich das kuratieren möchte, habe ich erst einen Moment überlegt, weil ich dachte, boah, will ich mich jetzt so viele Jahre mit so traurigen Geschichten einfach auch beschäftigen. Aber es sind eben nicht nur traurige Geschichten, es sind auch Geschichten, die von Mut erzählen von Menschen und von Resilienz und all diesen Themen. Und ich glaube, dass man insofern aus diesem Blick zurück in die Geschichte wahnsinnig viel mitnehmen kann für die Zeit heute. Das werden wir auch
in dem nicht nur durch diese Brückenschläge immer wieder zeigen, sondern es gibt auch einen Raum zu Exil heute, in dem wir das stark machen wollen, weil ich glaube schon, dass wenn es gelingen kann in dem Museum, dass so etwas entsteht wie Empathie, dann glaube ich, ist das auch was, was für den heutigen Umgang mit Geflüchteten ja, sehr hilfreich sein kann. Also ich würde nicht so weit gehen, dass ein Museum sozusagen grundsätzlich politisch etwas verändern kann, aber ich glaube schon, dass man durch diese Nahsicht, die wir vorhaben auf die Biografien und die wir genauso im Raum Exil heute machen wollen, man so ein bisschen auch diese Angst vor dem Fremden auch ein bisschen auflösen kann. Denn man muss ja ganz klar sehen, die Exilanten und Exilantinnen aus der Zeit damals haben ja sowas, wir sind hier in der Ausstellung Berlin Global, die haben ja sowas wie Globalisierung eigentlich sozusagen gezwungenermaßen vorweggenommen. Also man wäre ja nicht wie zum Beispiel die Familie von Michael Blumenthal, dem späteren Direktor des Jüdischen Museums, man wäre ja nicht auf die Idee gekommen, freiwillig, sage ich jetzt mal, in so entlegene Orte wie Shanghai zu gehen, wo man unter schwierigsten hygienischen Bedingungen in Ghettos gelebt hat. Und trotzdem hat das eben etwas gemacht mit den Menschen. Es war auch, es hat wirklich ein Austausch stattgefunden. Es war nicht ein einfacher Kulturtransfer von Errungenschaften der Weimarer Republik in die Aufnahmeländer, sondern das hat eben sich auch gegenseitig befruchtet. Und teilweise sind Ideen, die da entstanden sind, auch für den Wiederaufbau von Deutschland auch remigriert. Also nicht nur die Menschen, davon denen sind leider nur sehr wenige zurückgekommen, aber es gab tatsächlich einen Ideentransfer zurück nach Deutschland. Also insofern, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Ebenen, auf denen ja, man ganz viel lernen kann über Transkulturalität und über die Tatsache, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist. Und das einfach unsere Realität abbildet und auch bereichern kann. Ja, und der nächste Schritt wäre dann die Einwanderungsgesellschaft. Da basteln wir noch so ein bisschen dran. Das hat mit Repräsentation auch was zu tun. Gucken wir noch die letzten Fotos uns an. Und hier gibt es noch eine Frage. Das Mikrofon gerne noch mal hierher. Ich kann vielleicht einfach ganz kurz also noch mal ein paar Blicke auf diese Containerausstellung zeigen, von der ich schon erzählt habe, am Anhalter Bahnhof. Das war ein Kooperationsprojekt mit Studierenden der Technischen Universität Berlin, die dort Architektur studieren und die selber dort intensiv forschen über das Leben von Geflüchteten in diesen Containern und eine Ausstellungsarchitektur daraus entwickelt haben, was ganz toll funktionierte. Die waren mit super viel Leidenschaft dabei. Wir haben alles online machen müssen wegen Corona und trotzdem ist diese Ausstellung entstanden. Und wer Lust hat, vielleicht von einem, gibt es den einen oder anderen, das nochmal nach anzuschauen. Also die Ausstellung ist schon abgebaut. Es kam dann auch eine sehr begeisterte Virtual Reality Fotografin vorbei und hat einfach so, ohne dass wir sie beauftragt haben, diese Ausstellung ins Netz gebracht. Also man kann sich jetzt dreidimensional weiterhin in diese Ausstellung bewegen und eben da, wo man die Is sieht, also auch einfach die Texte auch nochmal lesen und sich einfach nochmal, wer Lust hat, mit dieser Ausstellung beschäftigen. Und wer Lust hat, das ganze Unternehmen auch zu unterstützen, ist auch herzlich eingeladen, by the way. Das kann man ja vielleicht sagen, Spendengelder werden noch gebraucht. Eigentlich sollte das Ganze 2025 ja tatsächlich realisiert werden, wird sich vielleicht noch ein bisschen verschieben, hat natürlich auch mit den aktuellen Dingen etwas zu tun. So, bitte, eine Frage. Ja, ich habe eine Frage an Sibylle Zehle. Und zwar würde mich interessieren, bei der wirklich sehr bewegenden Schilderung sozusagen auch deiner Begegnung mit Max Reinhardt, ob dir etwas widerfahren ist oder du etwas entdeckt hast, was dir vielleicht weniger sympathisch war. Es würde mich wirklich interessieren, ob bei so einer intensiven Arbeit mit einem Menschen man sich auch bei gewissen Aspekten vielleicht schämt oder etwas Befremdliches entdeckt? Es gibt in Wien eine Theaterwissenschaftlerin, mit der ich immer enger zusammenarbeite, auch jetzt einen Briefwechsel rausgebe zwischen Max Reinhardt und seiner Frau, Dr. Furich, Edda Furich. Und als ich die zum ersten Mal sah, die war 30 Jahre mit Max Reinhardt beschäftigt, an der Forschungs- und Gedenkstätte Reinhardt in Salzburg, die gab es mal. Ja, die wurde dann aufgelöst und ins Festspielarchiv überführt. Und diese Frau hat sich 30 Jahre mit ihm beschäftigt und hat mir dann gesagt, er wird mir immer lieber. Ich komme ihm, ich komme, er wird,
er kommt mir immer näher. Ich glaube, ich verstehe ihn langsam immer besser. Und ich habe Leo Fiedler getroffen, diesen Mann, der dem Stadtmuseum der war der Alleinerbe der Sekretärin Gusti Adler, und der hat eben die Reisetasche und ganz viele Exponate geschenkt. Und der ist eigentlich Reinhard Manisch, also das ist schon übertrieben, ja. Und ich muss aber auch sagen, ich würde jetzt gerne was sehr Intellektuelles und Kluges sagen, was mich an Reinhard abstößt. Aber ich kann dir einfach nur versichern, er wird mir auch immer näher. Und ich würde wirklich sagen, ich hätte ihn unglaublich gerne kennengelernt. Er ist ein Menschenfänger. Und ein Teil seiner Magie, ich lese ja nun ununterbrochen Briefe von ihm, und die sind sowas von hinreißend und menschlich und humorvoll. Und er war ja sehr scheu und sehr, sehr einsam eigentlich, ein ganz einsamer Mensch. Und ja, ich habe ihn auch immer lieber, und ich mache diesen Briefwechsel, weil ich finde, ich bin ihm noch was schuldig. Das klingt jetzt kitschig, aber es ist so. Das wäre auch meine letzte Frage, liebe Sibylle Zehle, gewesen. Blackboxes. Welche Blackboxes sind geblieben und was ist das für ein Briefwechsel? Jetzt haben Sie es schon halb erzählt, was Sie genau vorhaben. Also ich schreibe, wir machen ein Buch, das heißt Briefe im Exil. Das sind nur die Briefe, die zwischen Hollywood und New York hin und her gehen. Da haben sie sich jeden Tag fast geschrieben und mitunter 30, 40 Seiten lang. Die Briefe sind von Helene noch nicht transkribiert, also die müssen wir jetzt mühsam in Maschinenschrift übertragen. Aber es macht Freude. Und wir haben diese Briefe im Exil gewählt, weil da ein wirklicher Dialog entsteht. In den früheren Jahren, das versuche ich dann eben irgendwie in einer Einführung zusammenzufassen, da ist eben er auf Reisen und sie schreibt ihm nicht, weil er nicht erreichbar ist. Und da ist kein Dialog. Aber in dieser Amerika-Zeit, da sprechen sie wirklich miteinander und sie sind so ehrlich miteinander und sie beschreiben ihren Alltag. Es ist ja das Wunderbare, dass es da noch keine Handys gab. Ich meine, ich hätte nie über Minna Wagner schreiben können, wenn es schon Handys gäbe oder E-Mail-Kontakt oder so. Aber wir haben diese wunderbaren Briefe, und wo sie wirklich eben sich Tagebücher eigentlich schreiben. Und das kommt Ihnen natürlich, das ist unsere Verbindung. Dann laden als nächstes wir Sie zu uns ein. Ja. Gibt es ein schöneres Schlusswort? Nein. Deswegen sage ich herzlichen Dank, Sibylle Zehle, Cornelia Vossen. Danke an Sie für Ihr Kommen, Ihre Aufmerksamkeit, Ihr Interesse, liebes Publikum. Und wenn Sie möchten, nehmen Sie sich gerne noch eine Broschüre mit über das geplante Exilmuseum. Ja, und behalten Sie die Nerven, bleiben Sie gesund. Danke fürs Kommen. Danke, lieber Paul Spies plus Team. Ciao. Danke. Danke schön.